Oh, einen recht schönen guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Wünscht euch da der Bauer Hausi. Montag, 18. Mai, auf dem Zuckerrübenfeld mit der Numa. Jawohl, mit der Numa, ja. 7 Uhr morgens. Zeige euch schnell da mein zweites Zuckerrübenfeld, wie groß oder wie schön, dass da die Rüben sind und wie gut doch auch das Gräsermittel gegen den Sommerhaber gewirkt hat. Der Gemüsegrill. Oh, einen recht schönen guten Morgen, liebe YouTube-Freunde. Wünscht euch da der Bauer Hausi. Montag, 18. Mai, auf dem Zuckerrübenfeld. Mit der Numa. Jawohl, mit der Numa, ja. 7 Uhr morgens. Zeige euch schnell da mein zweites Zuckerrübenfeld, wie groß oder wie schön, dass da die Rüben sind und wie gut doch auch das Gräsermittel gegen den Sommerhaber gewirkt hat. Hier der Blick auf das Feld. Schön. Ja, immer wenn ich da am Boden was filmen will, kommt natürlich auch die Numa zu mir, ja. Ja. Ich kann nicht filmen. Hier, der Sommerhaber, das Gräsermittel wirkt. Es wirkt langsam, aber es wirkt. Ja. Ganz gut, ja. Ist ja ganz gut, ja. Mit dem Gudeli, ja. Sie ist hungrig. Sie hat noch nichts zu fressen bekommen heute Morgen. Normalerweise um 7 Uhr bekommt sie das Fressen. Jetzt sind wir halt einmal ein bisschen später. Aber ich habe ein paar Gudeli im Sack. Sie bekommt dann noch ein paar Gudeli. Ja, als Bauer und Hundehalter hat man den Vorteil, man kann über seine eigenen Felder marschieren, durch Gras, durch Getreidebestände. Das sind ja meine eigenen. Ja, ich kann durchmarschieren, wo ich will. Es ist manchmal auch schön, da so über ein Grasfeld zu marschieren. Die Numa liebt das auch. Obwohl es ein bisschen nass ist heute Morgen, viel Tau. Ist auch gut, der Tau. Hier will ich dann in den nächsten Tagen pflügen, für Kürbis, um Kürbis zu pflanzen. Und hier durch geht die Grenze. Rechts oben ist eine lang dauernde dreijährige Mischung UFA 400. Die bleibt circa 3 Jahre hier über den Hügel. Damit ich da genug Futter habe für meine Galloway-Mutterkuhherde. Muss ich da ein bisschen Gras machen. Meine Schuhe sind nicht mehr ganz dicht, merke ich. Es wird feucht in den Schuhen, wenn man da durchs Gras marschiert. Ja, und heute Abend haben wir das erste Mal wieder seit längerer Zeit Hundeschule, die Numa und der Hausi. Die war Corona-bedingt auch geschlossen und jetzt haben sie wieder geöffnet. Das heißt, Gruppen à 4 Personen können da maximal teilnehmen. Und heute Abend gehen wir wieder mal in die Schule zusammen. Gut für die Numa und auch gut für den Hausi. Freunde, bereits 6:30. Wir haben da Sommerflor gepflanzt. Das sind kleine Pflanzen mit ein bisschen Erde daran. Verschiedene Blumen, frag mich nicht nach den Namen, die vergesse ich immer wieder. Und jetzt muss da gerade sofort bewässert werden, damit die da anwachsen können. Oh, das hat mich geduscht. Die mit anwachsen können, jawohl. Ja, und das läuft da weiter beim Bauerhausi. 6:30. 8 Uhr sollte ich
wieder mal in der Hundeschule sein, die startet wieder. Darum waren wir ein bisschen in Stress. Schnell das einrichten und laufen lassen und vielleicht morgen nochmal gerade nach bewässern. Weil es wird warm und diese Pflanzen, ich zeige euch die, die brauchen Wasser. Ja. So viel Sommerflore sind 2, 4, 6, 8, 10 Beete Sommerflore. Und die Sonnenblumen werden auch gerade bewässert. Noch ein bisschen viel Wind, aber ich muss ich jetzt starten, damit ich da vor 8 Uhr wieder abstellen kann. Und hier der Honda-Motor, der läuft wieder oder noch. Und die 3 Kubikmeter Wasser, die ich da jetzt rauslasse. Und dann gängt wieder mal der Same. Turbo. 1983 war das ziemlich ein Traktor, 90 PS. Jawohl, Allrad mit schöner Kabine. Ja, der war mal ein guter Traktor und er steht immer noch da. Tahausi. Du siehst, für morgen alles fertig gemacht. Morgen hat einer Schwaden bestellt. Fahren wir hin und machen das. So. Und der andere steht auch bereit. Aber der braucht im Moment ja nichts machen. Ich wünsche dir auch noch einen schönen Abend. Grüße alle. Tschüss. Ja, hallo Kevin, uns geht's gut. Wir haben gerade Sommerflor gepflanzt und der muss da gerade bewässert werden. Ich wünsche dir einen schönen Tag. Ciao, tschüss. So. Und ist die Numa? Geht es dir gut? Geht es dir gut, Numa? Ja! Hallo, 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 hallo. Feierabend. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Und man sieht sich. Tschüss zusammen. Ciao, ciao.